Moin Leute, Trimax hier. Willkommen zum nächsten Opening. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Im Weg des Champions Path, habe ich richtig rasiert. Also das lief wirklich fantastisch gut. Du kriegst alle 330 Booster, das ist sehr, sehr viel, alle 330 Booster ein Shiny Glurak. Eine der schönsten Karten überhaupt. Die ist auch gut was wert. 330 Booster, ein Ding. Ich habe vielleicht 200 geöffnet und hatte schon eins. Aber es ist nicht bei einem geblieben. Ich habe einfach zwei gezogen. Ich habe bisher zweimal Shiny Glurak gezogen. Das konnten auch die anderen alle überhaupt nicht fassen. So viele Streamer jagen das Teil und ich habe einfach zwei. Und die zweitbeste Karte aus dem Set, auch unfassbar begehrt, genauso teuer, aber ein Ticken leichter zu ziehen. Alle 150 Booster, glaube ich. Regenbogen Glurak, V-Max. Ich hab das Set durch. Ich werde nie wieder Weg des Champs kaufen. Aber ich bin letztes Mal auf Nummer sicher gegangen und wollte nicht schon wieder öffnen und nichts kriegen. Deswegen habe ich jetzt noch eine Packung da. Nicht nur eine Packung, ich habe drei. Drei Packungen noch von Weg des Champs. Sechs Packungen sind ein Karton. Und davon habe ich noch einen. Ja. Ja, das werden wir jetzt aufmachen. Das ist jetzt noch da. Die Kartons stehen hier rum, jetzt schon länger. Das Opening ist schon ein bisschen her. Wenn jetzt hier noch ein Regenbogen oder ein Shiny Glurak drin ist, Digga, dann weiß ich auch nicht. Ich will die nur ziehen. Ich bin nicht süchtig, aber ich will sie nur ziehen, weil ich die noch hier habe. Ich habe ein paar Cases, ein paar Sachen, die ich habe. Keine Ahnung, packe ich in ein Schließfach oder sonst wo oder was weiß ich. Wie das Evolution Case zum Beispiel, wo ich sage, das mache ich nicht auf. Aber die Dinger werde ich aufmachen, definitiv. Wir werden Gym Challenge, English Unlimited. 20.000 Euro kostet das Ding. Das werden wir am 1.3. aufmachen. Ja, das ist geil. Mit dabei ist Reapers, der macht auch gerade ein paar Openings. Und Reapers hat tatsächlich heute schon einen Shiny Glurak gezogen aus Hidden Fates, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder Reapers? Moin, ich bin Reapers. Hey. Aus nicht Hidden Fates, Weg des Champs. Ach, auch Weg des Champs? Ja, klar. Die hat das auch gezogen? Ja, nur die. Was heißt auch? Ich dachte, aus Hidden Fates, ist ja noch kranker. WTF, Glückwunsch. Ey, ich habe alles schon gezogen. Ich hätte Shiny Glurak gar nicht bekommen dürfen und ich habe ihn schon zweimal bekommen. Deswegen ist das jetzt hier Todesbonus. Ich ziehe jetzt meinen letzten Weg des Champs weg. Ich werde das Ding mir nie wieder kaufen. Ich habe alle Karten. Oh, Yahoo Reverse Holo. Ich habe alles. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das, was ich jetzt hier rauskriege, ist Bonus. Alles insgesamt, ich habe zusammengerechnet heute. Insgesamt, ja. Was ich an Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten ausgegeben habe. Lifetime. Ja. Ready? Mhm. Plus noch die Boxbreaks und was die Boxbreaks, die bei dir kommen. Ja. Und noch Monte. Alles schon zusammengerechnet. Alles berechnet, ja? 14.000 Euro. Ach du Scheiße, Reapers, du hast völlig die Kontrolle verloren. So eine Kacke, Alter. Aber auch insgesamt. Ja, ich will es gar nicht bei dir wissen. Was bei dir sechsstellig? 50.000. Ist gelogen. Mehr. 52.000. Naja, jetzt habe ich ja wieder. Das glaube ich dir nicht. Das ist mehr. Mit Boxbreaks, mit allem. Alles, was du. Ja. 52.000. Wie hast du bei Base-Set gelassen? Wie viele Booster hast du da geholt? 8 Stück, waren 8.000. Boah. Ja, okay, könnte vielleicht hinkommen. Pokémon Center Lady. Boxbreaks irgendwo eingekauft. Halt's Maul! Ich weiß, das kann nicht sein. Digga, das war der dritte Booster. Ich kann's nicht fassen. Digga, wieso ziehe ich nicht irgendeine Rainbow? Das kann nicht sein. Es ist gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Es kann nicht sein. Den will ich auch haben. Oh Gott. Er ist schön. Oh mein Gott. Ich habe ein goldenes Händchen für Glurak. Das ist so unlogisch. Weißt du, was das Geile ist? Hm? Die ersten Leute fangen an und sagen, dass meine Openings Fakes sind. Es gibt Verschwörungstheorien. Oh, das sieht so geil aus. Oh, ich hab Shiny und Regenbogen. Oh, ja, ich kann so nicht. Ich kann nicht mehr. Ich hab Angst. Meine Stimme ist weg. Ich hab zu laut geschrien. Ich hab Angst, dass ich noch einen Glurak ziehen könnte. Ich will nicht mehr, das ist so fies. Manche Leute zahlen so viel Geld, um diese einmal selbst zu ziehen. Digga, und ich habe zwei Shinies und zwei Regenbogen-Glurak. Das ist krass, das ist viel zu krass, Alter. Oh mein Gott, die Leute verstehen schon wieder die Wahrscheinlichkeiten nicht. Das nervt mich. Dann verkauf doch die Packs an deine Community. Das ist erstens süchtig und zweitens nein. Oh mein Gott. Ich stand neben meiner Mama, als du geschrien hast. Oh ja, F in Chat für die Leute, die jetzt hier, keine Ahnung, über den Fernseher im Wohnzimmer gerade gucken, wo die ganze Familie mit versammelt ist. Das kam out of nowhere, aber das kann nicht sein. Du kannst hier alle 150 Booster einen Regenbogen-Glurak. Ich mach drei auf, ist er drin. Hopp. Altario. Wie viel hast du noch? 2,5 Cases. 2,5 Cases noch? Ja, aber die Packungen, halt keine Displays, ne? Gib Reapers das Rainbow, er will's haben. Bro, Alter. Was soll ich machen? Soll ich ihn das Ding vorbeibringen und dann noch in mein Auto da lassen? Als ob man gebannt wird. Alter, Digga, Leute, als ob man auf Twitch gebannt wird, wenn man zu gut zieht. Seid ihr bescheuert? Alle glauben das. Was soll denn der Banngrund sein? Och Mann, Leute, ey. Keibu, Team Yell Grunt, Roly Coly, immer geil. Potion, Rockruff, Weedle und. Oh, Sharpedo. Oh mein Gott. Come on, V-Max. Ist auch so.
Full Art, Alter. Hatte ich auch noch nicht gezogen. Ich liebe das Ding. Ich liebe das Ding. Leute, das sind meine beiden Lieblingskarten. Monte Carlo ist meine absolute Favorite-Karte aus der 8. Generation. Meine Zweitlieblingskarte ist Kamalm. Wunderschön. So eine geile Karte. Oh, ist das gut. Weißt du, was das Geile ist? Hm? Ich darf es nicht sagen, sonst kriege ich Ärger. Ich erlaub's dir, sag's. Ich hab ihn 6-mal. Aber Willi Cases hast du schon geöffnet. Weißt du was? Sag mal. Ja. Rockruff. Dieser Floor wie. Ey, schon wieder leer. Ey, jetzt war ganz leer. Geht der Karton auf. Dafür nehmen wir die mega nice Blümchenschere. Die ist ultra stark. Damit kann man sich auch nicht schneiden. Das sind jetzt hier wieder Vierer-Packs. Das ist die Zwollock-Packung mit der Jumbo-Karte immer. Ah, All-Creamy V. Hasse ich. Mann, Duraludon und dieses... Egal, wollen wir uns nicht beschweren, hat auch schon dieser Floor V gezogen. Alles gut, alles normal. Es geht weiter. Ich habe jetzt hier richtig viel aufgemacht. Jetzt können wir viel in einem Run öffnen. Trubbish, so ein Mist. Altaria, Reverse Holo, geil. Und, ja, okay. Ey, muss immer wieder jetzt, oder? Also, oder? Oder... Das Leben eines Holo-Gluraks ist echt wack aus der First Edition. Zuerst bist du 20 Jahre lang in der Packung, dann kommst du endlich raus, dann bist du 8 Monate im Grading-Service, dann kommst du wieder und dann wanderst du 30 Jahre lang ins Schließfach. Früher haben die Karten noch gelebt. Die kamen mit, die waren in der Hosentasche, da hat es geregnet, die waren in der Sandkiste, die hat man auf den nassen Rasen gepfeffert, die wurden in Witt gewaschen, die gingen mit in die Schule, die wurden getauscht, dann gab es neue Besitzer. Die haben echt gelebt, die Karten, Alter. Galarian. Obstagoon heißt das Ding auf Deutsch und auf Englisch Linoon? Keine Ahnung, Alter, ich mach die Namen nicht. Ach, es gibt den kleinen Sixagoon, Linon und dann gibt's noch den Obstagoon. Drei Entwicklungen von dem kleinen Viech hier oben. Ach, Digga, das muss ich nicht. Guck mal. Aber gucken, was hier hinter ist. Was ist er? Gerade drüber gesprochen. Kaokto wie Full Art. Auf jeden Fall eine geile Karte. Kommt ein Toploader. Wie kann denn in der Hülle? Die kommt frisch aus der Packung. In der Hülle ist hier einfach ein Stück Staub. Aus der Fabrik. Komm, gönn jetzt einfach mal. Stell dir vor, heute ist wirklich noch was drin. Es ist doch schon durch. Das ist jetzt alles Bonus, was hier kommt. Oh Gott. Puh. Kann man wie? Wenn es eine Wheel-Karte sein soll, dann nehme ich kann man gerne an. Geiles Artwork, geiles Pokémon, alles geil. Mag ich. Die Karte mag ich. Digga, die allerletzte Case, Weg des Champs, ist, finde ich, ein bisschen emotionaler Moment, finde ich. Ich werde es nicht mehr aufmachen, obwohl das so ein geiles Set ist. 6 Packungen haben wir jetzt hier. Nur noch, dann ist Schluss. Aber... Ich meine, wir haben heute den Regenbogen-Glurak gezogen. Das ist ja schon das Signal mit dem Paukenschlag. Oh Mann, Digga, das macht einfach die Hände so Schrott. Diese Pappe schneidet immer wieder in die Hände rein. Und der Kleber ist stärker und dicker als die Pappe. Das ist auch ein bisschen nervig. Altaria ist auch alt, oder? Kommt aus einer älteren Generation, ne? Ja, wann war das? Dritte? Ich glaube, dritte war die schon da, oder? Aus Saphir? Wusste ich. Ich bin aus Saphir. Rittini. Oh mein Gott! Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Was? Wie geil. Aber die gibt's nochmal in Rainbow. Die gibt's nochmal in Rainbow. Digga, von der Garde war ich habe alle Rainbows gezogen schon, vor allem den Glurak zweimal, aber die Karte, sowohl als Full Art als auch in Rainbow, ich habe die einfach alle. Ist sie mir nicht vergönnt. Jetzt habe ich sie, geil. Zwei Cases. Also es gibt 4 God of Wars, glaube ich. Ich habe alle 4. Vier? Digga, ich habe das komplette Set durch, aber die versteckt sich einfach komplett. Hast du Glurak heute gezogen oder hast du nur für einen Flex den da hingelegt? Den ich für einen Flex einfach da hinlege, den habe ich immer auf meiner rechten Seite. Der liegt neben mir. Oh. Und den habe ich heute schon gezogen. Ja. Gott, die sind so schön. Ich habe voll Bock, okay. Farbenschock aufzumachen, aber gesagt, das wird reprinted. Bede. Ach, Mann, der Boosterstall wird immer kleiner. Du hast einfach noch ein Regenbogen-Glurak. Entspann dich. Ja, hast du recht. Aber du kennst das ja. Zwei Regenbogen. Das muss mit einem Paukenschlag enden. Shiny-Gluraks. Ich würde jetzt am liebsten einfach noch einen Regenbogen-Glurak ziehen oder noch einen Shiny-Glurak und dann einfach die restlichen Booster verbrennen. Yo. Okay, und? Der wird, oder der ist ein bisschen, also dafür, dass ich die Karte so kacke finde. Was ist denn das? Ist der so einem Sackhüpfen macht der, oder was? Sackhüpfen mit seiner Haut, Alter. Sackhüpfen mit seiner Haut, direkt unsympathisch. Ich weiß gar nicht, kann man das in der Kamera erahnen, dass das Ding groß ist? Kann man nicht, weil es von oben geschaut ist. Ich könnte höchstens... Oh, Alter, halt's Maul, ich kann's schaffen. Wenn mir das Ding jetzt wegflutscht, Digga, dann ist es richtig Katastrophe. Ja, dann viel Spaß beim Aufräumen. Oh, apropos Aufräumen. Oh, halt's Maul. Wie jetzt zittern die Hände? Wie viel Kraft muss man dafür aufbringen? Alter, wie gut von mir. Ich konnte es in einer Hand halten. Das können meine Zuschauer nicht. Weil meine Zuschauer haben alle Kinderhände. Du weißt, wie der aussieht, glaube ich. Stahl. Und?
Halsmaul. Das ist noch eine, oder? Halsmaul. Ist das auch eine? Oh mein Gott, die hatte ich noch nicht. Aber das ist die nicht, die ich meine. Hey, du hast recht, es gibt vier. Vier. Es gibt die Wii Max, Full Art, Wii Full Art und Regenbogen. Ja. Oh mein Gott. Digga, übergeil mit dem Blauen. Die hatte ich einfach noch nicht. Ich habe zwei Regenbogen. Lukas hatte noch nicht Full Art. Gerade war. Feier ich jetzt. Vorletzter Booster. Digga, das letzte Mal Weg des Champs. Ich finde es auch ein bisschen. Es ist auch ein kleiner Abschied von so einem schönen Set. Nochmal eine schöne Reverse-Holo. Und Professor's Research. Und jetzt kommt der allerletzte. Der letzte Booster. Der letzte Booster aus Weg des Champs. Ey, aber es war schon ein Riesenerfolg. Das war geil. Wir hatten nochmal eine schöne Abwechslung an Full Arts bekommen. Wir haben Regenbogen-Glurak, was absolut, absolut geil ist. Und Tod ist unverdient. Muss man auch mal ganz klar sagen. Ist einfach unverdient gewesen. Victini, Purla, Ekans, Potion, Vulpix, Inkai, Galarian Zigzagoon und die allerletzte Karte jemals. Nochmal ein Nahumal. Den haben wir heute 10-mal wieder gezogen. Du bist durch, oder? Komplett? Ich bin durch. War das? Also, dass wir den Regen. Das war wirklich ein Champions Path, glaubst du? Ja. Du hast einen Champions Path hingelegt. Du hast zweimal gezählt. Ich zeig erstmal ganz kurz hier die Full Art. Digga, was für eine. Keine Duplikate, was ja eigentlich total hätte kommen können. Sick, oder? Gerade war wie Max und gerade war wie. So, man sieht die gar nicht mehr alles mit drauf. Aber ja. Mega geil. Davon habe ich viele. Und da kommen wir zu den besten Karten. Aber schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr nochmal sehen? Ich habe wirklich sehr viel aufgemacht. Dass ich alle meine VMAX Full Arts zeige und welchen, wie oft, wie was haben. Wollt ihr nochmal so eine Folge sehen? Ich werde das mal auf Second Try sonst hochladen. Zeigen wir hier nochmal die Hits. Regenbogen-Glurak. Und heute im Finale einfach nochmal gezogen. Und die allerseltenste Karte. Ich hätte eigentlich mit den Champions Pairs, die ich aufgemacht habe, nicht einen Regenbogen-falschen, einen Shiny Glurak ziehen dürfen. Ich hätte ich habe noch nicht einen Erwartungswert von 1 geknackt. Habe ich noch nicht und habe sie einfach zweimal. Und Regenbogen-Glurak hätte ich mit der Wahrscheinlichkeit nur einmal haben dürfen. Aber auch der kam zweimal. Wahnsinn, das ist halt krass. Das ist halt so krass. Auch alles auf Englisch. Das wird schön gegradet. Die sind auch alle in der Top-Verfassung. Sehr, sehr geiler Zustand. So Leute, dann ja, abonniert den Kanal. Wir machen noch so viele Openings. Muss man irgendwo einen Post machen, wo ihr seht, dass wir alles aufmachen. Wir machen ja Gym Challenge, Fossil, English First Edition, Team Rocket, English First Edition. Dann noch eins, was ich auch nicht verraten darf. Dann das große McDonald's-Special, 25 Jahre Geburtstag-Special. Dann das neueste Set, was kommt. Wie heißt das? Shiny Legends? Neuesten Karten, die kommen. Die werden wir jetzt alles erstes aufmachen. All das kommt. Mega geil. Ich habe mittlerweile eine richtig geile Sammlung und das macht ultra viel Spaß. Schaut gerne bei Reapers vorbei. Der hat sich auch ordentlich gegönnt und schon gut reingelackt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Opening. Haut rein. Tschüss.